Also einmal auf der körperlichen Ebene sieht man das Äußerliche schon alleine, ja? Ob das die Haut ist, die Haare sind, die Nägel, alles verändert sich. Und dann passiert auch so mit der Stimmung eine ganze Menge, dass die Leute einfach gut gelaunt sind. Also diese Ernährungsberatungen und diese Kurse, die ich mache, die gehen ja meistens über 3 Wochen. Und wenn die Kursteilnehmer anfangen in der ersten Woche, dann haben die auch eine andere Gesichtsfarbe und nach 3 Wochen sehen die viel, viel frischer aus und vor allen Dingen haben die auch viel mehr Energie. Und ich habe auch einige Teilnehmerinnen, die dann sagen, dass sie so von ihrer Stimmung her so ein Glücksgefühl haben. Also als Super. Wenn man fertig wäre. Super, das hört sich gut um. Ja. Und diese Entsäuerung, die dann natürlich stattfindet, das siehst du dann auch an. Also viele nehmen auch ab dann in diesen 3 Wochen. Und das Erstaunliche ist, mit dieser vitalstoffreichen grünen Ernährung hauptsächlich, ist das Gewebe, wird das nicht schlapp, sondern es wird straffer. Das habe ich jetzt bei mehreren Leuten festgestellt, das fand ich so interessant. Dann kommt dazu, dass Allergien verschwinden, dass die Leute dadurch natürlich auch durch die starke Entgiftung und durch die Reinigung des Darmes und das Mikrobiom, was aufgebaut wird, dass dann die Leute nicht nur fit sind, sondern auch die Allergien und auch der Blähbauch verschwindet. Habe ich wirklich gelernt, dass das Chlorophyll eines der ersten grundsätzlichen Moleküle war, die in der Biologie, in der Evolution schon eine Rolle spielt, nämlich mindestens 3 Milliarden Jahre alt. Das muss man sich mal vorstellen, was für Zeitkategorien das sind. Und also eigentlich von Beginn an, man könnte sagen von Beginn an des Lebens. Dass die Erde gibt es seit 4 Milliarden Jahren und 3 Milliarden Jahre, also ein paar 100 Millionen Jahre, spielen ja in der Evolution keine große Rolle. Und aber interessanterweise ist etwa dieser Zeitraum auch tritt ein oder ist sozusagen zeitgleich mit der Entwicklung und der Entstehung der Mitochondrien. Also es sind die Grundelemente eigentlich des biologischen Lebens, worauf sich alles hier stützt, was uns ausmacht, aber auch die Pflanzenwelt ausmacht. Erinnert euch von den Geschenken der Natur. Und also für uns ist das sehr wichtig, dass wir erkennen, dass eigentlich nicht nur die Geschenke in der Natur sind, aber auch Gesundheit liegt in der Natur.